Herzlich willkommen bei Don't Starve hier mit UFO-Mann. Heute die Folge 24. Anna ist ja Don't Starve, Reign of Giants. So, weiter geht's. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Was habe ich denn jetzt vor Schönes? Ich hatte mir mal überlegt, wenn ich denn mal irgendwann Steine finde. Wo könnte denn hier eine Wüste sein? Oh, hier ist die Insel zu Ende. Hier hinten ist eine Wüste. Oh, ist das weit. Vielleicht finden wir ein Wurmloch. Ist hier irgendwo ein Wurmloch? Ah, guck mal, hier unten kommen Bären. Da werden wir mal runterlatschen. Wenn wir da noch nicht waren. Ja, da werden wir uns mal nach hier unten machen. Ein bisschen Holz haben wir noch, okay. Und dann nehmen wir mal hier ein bisschen Zeug mit. Bären sowieso, ist klar. Blumen. Bären. Bären. Stöcker. Stöcker. So, dann wollen wir mal hoffen, dass wir diesmal ein bisschen länger überleben. Wir haben jetzt 6 Tage schon. Ist eine feine Sache. Was mir jetzt noch fehlt, ist, glaube ich, Stein. Weil ich habe überhaupt gar keinen Stein. Eine Spitzhacke habe ich schon gecraftet. Aber kein Stein. Wir müssen ja im Prinzip jetzt hier rüber, wenn wir da hinten zur Wüste wollen, wo die Steine sind. Eine Möhre. Oh, wir haben die Möhre liegen lassen. Nein. Die schöne Möhre. Oh, eine Blume. Vielleicht könnte man auch mal Honig... Ach, guck mal, einen Weg. Ja, den werden wir jetzt mal lang rennen hier. Sehr schön. Fragt sich nur, wo der Weg hinführt. Falsche Richtung. Hier lang müssen wir. Das hier sind doch auch neue Bäume, nicht dass da auch so ein Viech rausspringt. Habe ich ja nur gar keinen Bock drauf. Ah, okay. 3 Holzscheiter immerhin. Da, da, da. Und Beeren. Sehr schön. Ach, guck mal, wir haben gar keine Rüstung. Sind wir zwischendurch gestorben oder? Ist das, weil wir den Blütenkranz aufhaben? Da, 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 da. Und es regnet und regnet und regnet. Ich höre da irgendwas. I'm singing in the rain. Nein, ich werde jetzt nicht I'm singing in the rain singen, weil ich den Text nicht kenne. Guck mal hier. Hier geht's doch jetzt Richtung Wüste, oder? Naja, wenn es hier eine Verbindung gibt, ja. Au, mich hat ein Blitz getroffen. Verdammt, Mist. Was ist denn das für eine Wüste? Ich brauche Steine. Hatte ich hier nicht schon mal Fallen aufgestellt? Na, nicht wirklich. Hier ist ein Stein. Aha. Habe ich mir überlegt, vielleicht so eine Unterkunft zu bauen? Ich weiß nicht, wofür man einen Salpeter braucht, wa? Kein Blassen. Oh, guck mal, da ist sogar ein Stein mit Gold drin. Es blitzt und donnert. Wenn ich nochmal vom Blitz tropfe. Getroffen werde, bin ich tot, oder was? Wieso wäre ich denn so oft vom Blitz getroffen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist jetzt es noch schwerer geworden mit dem Update? Ey, ich kann doch nicht zweimal die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden. Ist doch total gering, ey. Hört doch auf, Mann. Sie mag den Regen nicht. Felsen, Felsen, Gold. Oh, Gold. Ich habe keinen Platz mehr für Gold, oder was? Och nö, ey. Muss ich die Asche erstmal weglegen? Oh, guck mal, neuer Rohstoff. Kristalle.
Oh nein, jetzt ist schon kalt. Warum ist denn jetzt schon kalt? Jetzt habe ich zwei Spitzhacken. Eis ist das. Oh Gott, was soll ich denn mit Eis? Jetzt muss man die schöne Spitzhacke. Habe ich wenigstens eine 100%ige? Naja, eine 97%ige. Ah, hier ist wieder dieses Teil. Okay, hier waren wir schon mal. Oh komm, wir bauen uns, machen uns mal ein Feuer, sonst ich erfriere ja sonst. Oh Gott, können wir schon Steinfeuer machen? Ja. Ein effizientes Steinfeuer. Na, ist hier immer noch kalt. Leg mal noch ein bisschen Holz nach. So, sehr schön. Gut, dann werden wir uns erstmal den Wanst vollhauen. Viel zu essen haben wir ja nicht, vielleicht hilft's ja. Wo ist es? Halbmond. So, dann essen wir mal die ganzen Beeren. Ja. Viel war es jetzt nicht. Vielleicht sollten wir uns ja mal was Schönes bauen. Eine Wissenschaftsmaschine zum Beispiel. Haha. Kann ich jetzt Neues bauen? Eine Falle? Pretty Parasol. Was macht der? Push and Portable Protection. Ein Schutz ist das. Leg an. Ach, ist ja geil. Ein Regenschirm. Ach, das ist ein Schutz vor Blitzschlag, wa? Ist ja cool. Einen Rucksack könnte ich noch gebrauchen. Gibt's hier noch eine Schaufel? Okay. Was gibt's hier? Magie. Wie cool. Und? Kleidung? Mhm. Ah, hier. Ein Strohhut. Wie kleidsam. Ich sehe schon, die neuen Sachen, die sind noch nicht auf Deutsch übersetzt. Alles klar. Oh, wir werden mal Holz nachlegen. So, und dann mal gucken, was können wir noch so Schönes bauen. Das haben wir schon. Hier gibt es noch was. Ein Rucksack. Ja, ich will einen Rucksack haben. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Rucksack. Das ist schon mal richtig gut. Kampf. Was gibt's da? Diese Rüstung. Die werden wir sogar mal anlegen. Ach, entweder Rucksack oder Rüstung. Na, das ist ja doof. Entweder Rüstung oder Rucksack. Naja, gut. Gut, da es jetzt ja aufgehört hat zu regnen, können wir ja jetzt hier wieder ein bisschen arbeiten. Sag mal, weißt du, was ich gerade überlege? Vielleicht kann man ja die Steine da abbauen. Mal gucken. Ah, okay, sie kann man nicht... Was steht da? Er kann es reparieren? Ich glaube, das kann ich... Ich denke, das ist in Ordnung. Ich glaube, das kann ich reparieren. Das kannst du reparieren? Wie denn? Warte mal. Gucke ich gleich mal. Vielleicht kann ich ja Steine jetzt bauen. Unsere schöne Schaufel könnten wir ja auch mal benutzen. Da kriegen wir noch zusätzlich Holz. So, was haben wir hier? 5x Salpeter. Hm. Man konnte doch hier irgendeine Steinwand bauen, oder? Der 7. Tag schon. Was gibt's hier noch? Eine Fackel haben wir schon. War damit, glaube ich, hatte ich doch gebaut, oder? Willows Feuerzeug, Werkzeuge. Hm. Konnte man nicht irgendwie eine Steinwand bauen? Ja, im Moment scheinbar noch nicht. Willow. Holz können wir nie genug haben.
Ahahaha, weißt du, was wir noch nicht genug haben können? Nahrung. Nahrung. Müssen wir echt mal gucken, nahrungsmäßig. Ah, da. Uns hier wieder im Vorrat für heute eine Nacht anlegen. Wie sieht's denn hier aus? Gut, wir könnten nach links. Jetzt habe ich den Bärenbusch mitsamt. Oh, was ist denn hier? Nebel? Hört sich ja gar nicht gut an. Haben wir hier für einen eigenartigen Weg? Das ist gut. Weil ich suche ja eigentlich bevorzugt jetzt Nahrung. Wir werden auch mal diesen Stein da... Was ist denn das hier? Wir werden auch diesen Stein mal links liegen lassen. Ah, guck mal, Bretter. Cool. Müsste mal so eine Art Hütte bauen können. Das wäre cool. Eine Axt. Auch sehr gut. Ja, da wird er wieder... Ja, genau. Da kommt immer nur ein komischer Spruch. Gibt es hier vielleicht irgendwo was zu essen? Och nö, warum gibt es denn hier keine Bären weiter? Ach so, weil er jetzt die... Schaufel hat, weil sie jetzt die Schaufel hat, dann gräbt sie alles aus. Oh, mein Telefon. Ich kann jetzt gerade nicht rangehen, weil ich eine Aufnahme mache. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Das war die Titelmelodie von der Ursenbande. Fand ich immer früher ziemlich cool. Meinen Ton leiser mache. Ich finde es immer fürchterlich, wenn während eines Let's Plays die Achso, die muss man angreifen, die Augen. Nee, keine Augen angreifen. Ist nicht so mein Ding. Wie sieht's aus mit dem Essen? Nicht gut. Gehirn geht runter, okay. Weil dieses Blumending kaputt ist. Wir brauchen ein neues Blumending. Wir haben wieder Angst. Ja, wenn es weiter runter geht, da haben wir Angst wie nichts. Ey. Ah, hier ist wieder Eis. Soll das heißen, es ist eine kalte Gegend? Ach, Menno. Da sind noch zwei Bärenbüsche. Habe ich die schon abgeerntet? Weiß ich nicht. Gut, wir gehen hier weiter. Warte mal, dass das Telefon jetzt nicht nochmal klingelt. Ich kann doch nicht, wenn ich arbeite, telefonieren hier. Wenn ich hier an meiner Karriere arbeite als der größte Let's Player des Universums. Oder was? Ja, ihr merkt schon wieder, der Größenwahn ist wieder hier am Start. Guck mal, der hat sich schon abgenützt von dem bisschen Regen. Von dem bisschen Regen, was da war. Du, hab keinen Bock hier alles immer auszugraben. Genug Holz hat man nie. Ein bisschen Holz haben wir. Ja gut, ein bisschen Gold vielleicht. Dann können wir vielleicht irgendwas Schickes bauen. Nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. Ja, Gold. Feuerstein. Mal gucken, wenn wir dann wieder an der Wissenschaftsmaschine sind. Haha, an der Wissenschaftsmaschine. Ja, alles klar. Schnell, boah, ein schnell provisorisches Feuer machen. In der Zeit können wir ja hier noch ein bisschen abbauen. Jo, die Stelle hier ist jetzt nicht so schick, weil da müssen wir jetzt die ganze Nacht hier warten. Hier können wir gar nichts weiter machen. Das war dann morgen zu unserer Sicherheit. Guck mal, kann ich die jetzt wieder einpacken? Ich hab doch eine... Ja... Können wir morgen erst zu unserer Wissenschaftsmaschine gehen, aber jetzt können wir was essen in der Zeit. Viel haben wir ja nicht. Obwohl das hier so simpel ist mit links und rechts Klick,
Nicht essen, kochen. Und dieser komische Regenschirm, der nutzt sich total ab. Immer den nicht benutzen. Ist ja auch gemein. Wozu habe ich den dann hergestellt? Na gut, für Nachtwanderung durch den Regen wahrscheinlich. Oh, ist das langweilig, die ganze Nacht hier zu warten. Ey, ich gehe aber nicht weiter weg vom Feuer. Kein Bock. Immerhin schon 7 Tage. Das ist eine coole Sache. Hier ist grün, kann ich alles Mögliche bauen, ja. Achso, diese Strohrüstung, na, die habe ich ja sogar. Die habe ich ja sogar schon. Die kann auch hier rein vielleicht. In den Rucksack. Pretty Parasol. Ach so, brauche ich jetzt nicht. Gleich wird's Tag. Gleich wird's und bald ist Vollmond. Oh, bis dahin müsste man normalerweise ein Haus gebaut haben. Da war wieder eine böse Blume, habt ihr gesehen? Da ist ein böser Vogel. Sammeln wir mal schön alles ein. Oh! Mein Blumenhut ist kaputt. Ach, Salpeter. Nee, was sollen wir denn mit Salpeter? Komm, wir gucken mal, wo unser Lager ist. Ah, hier ist ein Wurmloch. Wie geil. Hier ist unser Lager. Nach links müssen wir. Okay. Bap, bap, bap. Können wir das noch einsammeln? Vielleicht können wir damit irgendwas bauen. Die sieht ja komisch aus ohne... Ohne Hut sieht die echt komisch aus. Aha. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier bauen können. Ach, guck mal, hier ist was Neues gekommen. Oh, Heugabel, okay. Rasierklinge, okay, brauchen wir nicht. Heugabel brauchen wir im Moment auch nicht. Essen, was kann man denn da machen? Beanbox, ah, cool. Kann ich selber... Ah, eine Essenproduktion übernehmen. Da brauche ich hier Dünger, um eine Standardfarm zu bauen. Aha, Beanbox, Trockengestell, Kochtopf. Was gibt's denn hier noch? Holzkohle, ah, okay, Holzkohle. Und was kann ich hier noch was machen? Endothermic Fire. This fire is from opposite die. Endothermic Fire. Ein Feuer, was Kälte erzeugt vielleicht? Oder was? This fire... Vielleicht ist es ein Feuer, was man mit Eis heizen muss. Eine Heugabel, okay, habe ich verstanden. Gibt es noch was Neues? So eine Axt hier, die kann ich jetzt bauen, ja, die ist doch blau. Ach, dafür brauche ich eine Alchemie-Maschine. Kann ich die schon bauen? Ein Winterometer misst die Temperatur. Und was sagt's? Ist ja eine sehr... Na, sehr schön. Was heißt das jetzt? Relativ warm oder was? Ach, guck mal hier. Bauwerke. Ah, jetzt gibt's Bauwerke. Kiste. Na, endlich. Endlich kann ich eine Kiste bauen. Darauf habe ich schon lange gewartet. Heuwand. Ah, okay. Kann ich noch eine Kiste bauen? Da brauche ich Bretter für. Ah, okay. Dann lass uns doch mal die ganzen wertvollen Sachen jetzt in die Kiste tun. Oder die Sachen, die wir nicht brauchen. Was packen wir da rein? Felsen, 14 Felsen, Bärenbusch. Sag mal, den können wir doch eigentlich... Können wir doch pflanzen hier. So. Wir haben ja gar nichts Wertvolles, oder? Die Stöcker hier. Und es regnet schon wieder in Strömen. Weißt du was? Da würde ich am liebsten noch einen Blitzableiter bauen. Kann ich schon einen Blitzableiter bauen? Hier. Ah, da habe ich nicht genug Gold. Steine brauche ich dafür. Schild. Heuwand.
Holzwand. Okay, genau, du musst hier hingehen, genau. Nein, was ist das denn? Kann das die Wahrheit sein? Ach, so eine Gemeinheit. Mal, irgendwas wird hier aufgeladen. Von was auch immer, vielleicht von dem Endothermic Fire oder was? Das ist jetzt abgebrannt. Und alles, was wir Schönes hatten, ist kaputt. Ist eine ganz gemeine Sache, ey. Können wir hier den Regenschirm mal anlegen? Vielleicht hilft ja uns ein bisschen hier bei dem Wetter. Ist ja eh gleich wieder dunkel. Und wir haben nichts zu essen, oder was? Ich hab doch eben hier... Koch mal zwei Samen. So, essen. Essen. Na, das reicht hinten und vorne nicht. Ja, ich weiß. Ach, guck mal, ein Friedhof. Ein Friedhof ist cool. Und weißt du, was richtig cool ist? Wir haben eine Schaufel. Weil, soweit ich das verstanden habe, kann man hier die Gräber ausgraben, genau. Und vielleicht hat man Glück. Oh, hier ist noch ein Grab. Da kann man so ein bisschen Loot einsammeln. Nichts. Nahrung wird eh nicht in so einem Grab sein, wa? Blauer Juwel, na wenn das nicht mal cool ist. Wird uns aber alles nicht... Wird uns alles nichts nutzen, wenn wir verhungern. Noch ein blauer Juwel. Vielleicht können wir da irgendwas Crazyes bauen. Unpassende Knöpfe. Oh, dann noch eine Blume. Oh, ist schon wieder dunkel. Und sie kriegt Angst langsam. Ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht zu weit vom Feuer weggelaufen. Ah, Mist, wo war denn das Feuer? Hier. Oh, schnell, schnell, schnell. Wenigstens die Nacht über hier klarkommen, ha? Können wir mal stacken, genau. Oh, die schöne Wissenschaftsmaschine. Da kommen schon wieder die Monster, ja, weil ich auch Hunger habe, wa? Können wir hier schon was draus bauen? Blumenkranz? Da brauchen wir 12 Stück für. Dann essen wir die einfach, weißt du? Warum brennt denn die? Was war denn das eben? Brennt die von durch die Blütenblätter oder was? So, ja, warte hier. Bald ist Vollmond und dann können wir eh... Haben wir eh einen Scheiß. Oh, oh, nicht so nah. Schön am Feuer bleiben. Wenn er uns nämlich gesehen hat, dann ist hier wieder aus. Bisschen heller machen. Jo, wir sind hier schon wieder auf dem absteigenden Ast. Wenn wir morgen kein Essen finden. Gut, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns dann morgen wieder zur Folge 25. Rain of Giants.